Planeten Inkubator Nummer 7. Ein Hochsicherheitsgedankenexperiment. Begeben Sie sich an Ihre Prüfstelle. Besucher 758 wird getestet. Jetzt. Ich bin hier mit Roland Zaak, Drehbuchberater, Filmemacher auch, aber wir reden jetzt von ihm in seiner Funktion als Drehbuchdoktor. Das heißt, er ist das, was bei Nikita der Cleaner ist. Wenn Regie, Drehbuchautoren oder Redakteure nicht mehr weiter wissen, dann hebt man das Telefon ab oder schickt eine Brieftaube und sagt, wir brauchen neuen Input, wir brauchen neuen Insight. Und das finde ich erstmal super spannend, weil das ist sozusagen die berühmten grauen Eminenzen im Hintergrund, von denen man sonst nichts mitkriegt. Was aber spannend ist, welche Rolle spielen sie in diesem Prozess? Und ich hoffe, dass der Roland uns da einiges erzählen kann, wie das überhaupt aussieht. Ich glaube, für die meisten Leute ist das gar nicht klar, dass es sowas vielleicht gibt überhaupt, den Drehbuchdoktor. Und den dramaturgischen Berater kennen wir aus dem Theater. Und das Tolle dabei ist, dass der Roland ein Buch gerade rausgebracht hat, genau über dieses Thema. Und das ist ein zweites Buch nach seinem ersten Buch. Und ich glaube, da gibt sich jetzt ein weites Spektrum, über was wir alles reden können. Das erste Buch ist der legendäre Publikumsvertrag mit dem Human Factor. Und da werden wir sicher auch drauf eingehen, weil es ja eine Fortführung, deine Arbeit ist ja eine Fortführung von dem, was du dort für dich als Intuition entdeckt hast, zu sagen, so finde ich spannend, über Drehbücher zu reden. Und das zweite haben wir hier, Dimension filmischen Erzählens bei Herder. Und da führen wir uns dann gemeinsam hin. Ein Riesenthema natürlich. Deshalb ist es, glaube ich, super spannend, im Vorfeld, glaube ich, sich bewusst zu machen, was den meisten nicht bewusst ist. Die Schwierigkeit, wir wollen am Ende einen Film haben. Das heißt, wir haben eine bestimmte Publikumserfahrung. Das Publikum geht nach Hause, ist erschreckt, erfreut, berührt, bewegt, nachdenklich oder wütend, was alles sein kann. Aber was sind Erfahrungen? Und jetzt haben wir diesen ganzen Prozess, da beginnt jemand mit einer Idee, schreibt ein Drehbuch und jetzt muss man eine Sprache für das darüber sprechen finden. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil Sprache abstrahiert ja immer. Sprache sagt dann A oder B, sagt Held oder ja, Spannung. Aber ist das dann wirklich spannend? Also was passiert da eigentlich? Und vielleicht, um ein bisschen Einblick erstmal in deine Welt zu gewinnen, wäre es vielleicht ganz spannend, wenn du erstmal kurz als Teaser erzählst, wie sieht das überhaupt so aus, wenn man diesen Anruf kriegt, vielleicht auch, wenn es interessant ist, wie ist man da reingekommen? Also was waren die ersten Intuitionen, wo du gesagt hast, oh, da bin ich gut drin oder das finde ich spannend für mich, finde ich aufregend, an dieser Stelle zu sozusagen meinen Beitrag zu leisten? Ja, also ich fange vielleicht ganz persönlich an. Ich bin ja eigentlich Musikwissenschaftler und habe mich immer mit Musik beschäftigt, also auch mit der sogenannten klassischen Musik. Und wenn ich so zurückblicke, habe ich eigentlich immer mehr das Gefühl, mich hat nicht nur die Musik interessiert, sondern mich haben die Geschichten hinter der Musik interessiert. Also die Biografien der Komponisten, aber auch der Mythos, den Musik eigentlich in unserer Welt so verbreitet, das sind alles Stories. Die 9. Symphonie von Beethoven ist eine Story und so weiter. Der Bolero von Ravel ist eine Story und so geht das dahin. Also das merke ich eigentlich immer mehr. Also das heißt, es ist schon das Lebensthema für mich, mich mit Geschichten zu beschäftigen und zu hinterfragen, was macht Geschichten wichtig. Ich sage jetzt mal nicht erfolgreich. Das ist natürlich sozusagen immer die nächste und die Gier anstiftende Frage, was macht Filme erfolgreich und wie machen wir den absoluten Publikumshit? Klar, das interessiert uns auch, mich auch, aber im Prinzip interessiert mich auf einer höheren Ebene eigentlich die Frage, welche Geschichte ist für Menschen, aus welchen Gründen relevant und macht sie zu etwas, was für die Gesellschaft von Wert ist. Und jetzt gibt es ganz kleine sozusagen Geschichten, die von großem Wert
sind. Sagen wir mal, die Romane von Franz Kafka hat nicht so viele Leute gelesen, sind aber trotzdem für unsere Gesellschaft absolut unverzichtbares, gehören zur DNA. Aber Star Wars gehört auch dazu, ist im großen Maßstab. Und dazwischen gibt es eben alle Abstufungen von wichtigen oder berührenden oder tollen Geschichten. Mich interessiert immer, warum? Welche Elemente liegen da mit drin? Und gibt es eben Universalien, die von Franz Kafka bis Star Wars überall zu finden sind? Ich habe das versucht, mit meinem Buch Der Publikumsvertrag zu leisten. Ich habe auch den Eindruck, das ist irgendwie mir für meinen Maßstab ein bisschen gelungen. Und jeder, der mich anruft, sucht sozusagen nach genau dieser Expertise. Also was ist im jeweiligen Drehbuch das Universum, was stimmt da schon und was müsste man noch ändern, dass es mehr von dieser Aura bekommt, die eine Geschichte über das rein Private hinaus relevant machen kann. Das wäre jetzt mal mein erster Versuch, eine Antwort. Wunderbar, das finde ich schon super spannend, weil ich glaube, da ist schon spannend auch dieses Spannungsfeld zwischen Universalie, also man will was Universales finden, und auf der anderen Seite sind Filme ja doch immer sehr spezifisch, also von den Erfahrungen, die sie schildern. Und wie gesagt, ich glaube, das ist nochmal ein ganz spannender Moment, darüber nachzudenken. Auch jetzt. Dann möchte ich sagen, wenn ich da gleich dazu sagen, was eben ganz wesentlich und was, glaube ich, finde ich, mich am meisten sozusagen vielleicht auch unterscheidet von anderen. Ich erlebe das eben, oder ich beschreibe das als Kommunikationsakt. Filmisches Erzählen will was. Filme werden gemacht, um über den Umweg, den seltsamen Umweg dieses Schattenspiels auf der Leinwand oder dem Monitor in Menschen etwas zu bewegen. Das wollen die tun. Also es gibt Autoren, die sind bewegt und sie schaffen diese wahnsinnig aufwendige und komplizierte filmische Umsetzung, um auf der anderen Seite Menschen zu bewegen. Jetzt kann man sagen, die Menschen auf der anderen Seite kennen wir ja nicht. Ja, das stimmt. Die können auch sehr, 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 sehr unterschiedlich sein. Und trotzdem sind sie Menschen. Und von diesem menschlichen, also diesem Human Factor, gehe ich eben aus. Und ich behaupte, stützend auf bestimmte auch andere Denker und Erkenntnisse, dass es sehr wohl urmenschliche Prozesse gibt, die durchs filmische Erzählen mehr oder weniger immer angeregt werden, aber immer anders. Das ist ganz spannend. Könntest du das nochmal spezifizieren? Weil, wie gesagt, wenn man schaut, für wen du auch gearbeitet hast, das ist ja die Creme de la Creme auch der deutschen Filmemacher. Und gibt es da Momente, weil du hast es jetzt nur kurz angerissen, vielleicht können wir an der Stelle vertiefen, sozusagen kurz auf dein erstes Buch gehen. Was ist dieser Human Factor? Weil der klingt ja wie so eine magische Qualität, wo man sagt, das müsst ihr wissen. Was sind da Qualitäten, auch diese Idee, Film als Kommunikationsmodell? Auf der einen Seite denkt man ja, oh, das liegt ja auf der Hand. Also was soll es denn sonst sein? Also man zeigt Filme, damit sie gesehen werden. Aber da muss ja etwas von dir und auch an dem, wie du arbeitest und mit welchen Leuten du arbeitest, musst du ja auf was gestoßen sein, auf eine Intuition oder eine Fähigkeit, nochmal diese Intuition auch zu formulieren, dass sie hilfreich ist für Leute, ihre Drehbücher zu entwickeln und dann auch hoffentlich zu drehen. Und vielleicht, wenn du da mehr drauf nochmal eingehen könntest, was sind so wichtige Aspekte von diesem Human Factor, damit man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann. Also ich bin ja heute nicht mehr in der Situation, dass ich meine Ideen als das neue Wundermittel, Heilmittel verkaufen muss. Ich kann das heute ganz entspannt, realistisch anschauen. Eigentlich das, was jedem Filmemacher am meisten hilft, ist ein Dramaturg, also jemand, der mit ihm mitdenkt. Mhm. Weil in diesem Gespräch von außen, der das Drehbuch neu liest, unbeteiligt, neu, frisch liest und so empathisch, wie es geht, mit dem Autoren mitdenkt. Also das verstehe ich mich.
Und das ist schon mal ein Human Factor. Das ist aber überhaupt nichts Besonderes. Das macht im Grunde genommen jeder meiner Kollegen so. Und das ist sehr gut. Und für manche Autoren ist der halt der Ideale für den. Aber jedem hilft diese dramaturgische Beratung, sage ich mal. Wer zu mir kommt, hat halt jetzt einen Menschen, der mit einem gewissen Überbau an diese Sache rangeht. Danach fragst du, was ist der Human Factor für mich, was macht es aus? Und ich bin eben davon überzeugt, dass das, was Menschen am meisten beschäftigt, das sind soziale Prozesse. Also jeder Mensch will und muss im sozialen Leben den Ort finden, der für ihn der beste ist, und der ist immer verbunden mit einer bestimmten Sehnsucht nach Anerkennung, Wertschätzung, Empathie, Liebe, lassen wir nochmal dahingestellt. Aber und diese Prozesse des Austauschs von Wertschätzung im weitesten Sinn sind die, die ich versuche zu beschreiben. Austausch von Wertschätzung ist das, so beschreibe ich das deswegen, weil die eigentlich essentielle Qualität jedes Films oder jeder Geschichte ist der Konflikt. Und der Konflikt ist ein Konflikt von Wertvorstellungen. Da treffen Menschen oder Kräfte aufeinander, die unterschiedliche Formen von Werthaltigkeit haben. Also der Bankräuber findet, er braucht das Geld, und die Polizei findet, kriegst du aber nicht. Also sehr, sehr, sehr vereinfacht sind zwei verschiedene Betrachtungsweisen, die Welt zu sehen. Das ist die Grundlage jedes Konflikts, liegt in einem Wertekonflikt, und das ist auch das, was uns Zuschauer so beschäftigt. Das ist der Human Factor. Das macht das menschliche Leben so einzigartig. Also ich war noch nie Affe oder Elefant oder Giraffe, aber ich glaube, deren Leben sieht anders aus. Die beschäftigen sich nicht mit dieser Frage. Ich finde aber, was weiß ich, die Welt muss gerechter werden, und der andere sagt, aber die wird nur gerechter, wenn der Kapitalismus sprießt. Oder was man sich auch immer vorstellen kann an Konflikthaltigkeit in unserem realen Leben. Und filmisches Erzählen überhaupt, spielt mit diesen Fragen, die uns beschäftigen, weil unser ganzes Weltbild ist ein konflikthaftes. Die ganze Frage, hat das Leben einen Sinn? Ist es okay, dass ich hier bin? Behandelt mich meine Frau gut oder schlecht oder und so weiter? Sind alles immer konflikthafte Fragen. Und diese konflikthaften Fragen werden in Filmen essentiell behandelt. Und je klarer, und jetzt sind wir wieder bei diesem Kommunikationsakt, je klarer der Film kommuniziert, was seine eigentliche Fragestellung ist, vielleicht auch was seine Antwort darauf ist, aber die Fragestellung ist wichtiger, desto besser, also desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei seinem Publikum genau diese innere Bewegung in Gang setzt, die er in Gang setzen will. Ich finde das fantastisch, weil zum einen geht es ja in die Frage, die ich auch immer spannend finde und ich glaube, die viele Antworten hat, warum wir überhaupt zum Beispiel Geschichten erzählen. Das andere, was ich ganz spannend und interessant finde, und da komme ich kurz auf Batz und Brock, vielleicht eine unerwartete Ehe, aber der hat gesagt, was Kunstwerke, das ist jetzt ein großer Begriff, aber was Kunstwerke zeitlos macht, ist nicht, dass sie Antworten gegeben haben, sondern dass sie Fragen eröffnet haben. Also große Meister sind die, die am perfektesten eine bestimmte Frage formulieren konnten, die von niemand anders übertroffen wurden. Und das gefällt mir sehr schön bei Batz und Brock, als ich das erste Mal gehört habe, zumal wir ja heute in der Zeit der Experten sind, wo alle Antworten wollen. Und der Punkt ist, die Erfindung der Kunst jetzt vor 500 Jahren und der Wissenschaft, also die großen Wissenschaftler, macht ja auch nicht unbedingt aus, dass sie sagen, das ist die Antwort, sondern sie stellen eine neue Kontextualisierung, stellen etwas in Frage, wo sie sagen, was ist denn das mit dieser Gravitation? Ich denke ganz anders drüber nach, während alle anderen sagen, nee, da ist doch gar kein Problem. Haben wir
Das ist doch so. Also, bumm. Und insofern finde ich das hochspannend, wie sozusagen da dein dramaturgischer Ansatz ist, versuchen, dass man ein Problemfeld, ein Fragefeld präzise zu formuliert, weil es ja genau in den Bereich geht, von dem man noch nichts weiß. Und da finde ich ganz spannend diese Verbindung auch, warum wir Menschen zum Beispiel, was wir von Geschichten erwarten. Und ich glaube, da gibt es vielfältige Antworten. Die klassische ist heute oder in den letzten 20, 30 Jahren oder es wurde uns irgendwie eingebläut, das sei Entertainment, Unterhaltung. Und das ist sicher ein Teil auch davon, also nichts gegen Entertainment. Aber der andere Moment, warum es uns wirklich bewegt, ist ja etwas, dass da etwas resoniert, wo wir sagen, ah, da formuliert jemand etwas, das habe ich eigentlich schon irgendwie gewusst. Also irgendwie wabert ja ganz viele Gedanken bei uns auch immer im Hintergrund. Und jetzt wird das aber hier auf eine Art in die Sichtbarkeit gebracht, in die Evidenzerfahrung des Bildes, also ein Bild oder eine Abfolge von Bildern und die einen dann bewegen, dass man dann sich sozusagen einklingt und sagt, ah, das hat auf eine Art das Problemfeld, das kann vielleicht mit Menschen auch erzählt sein, die, mit denen ich gar nichts zu tun habe, aber dieses Problemfeld, das spüre ich auch. Und hier ist es plötzlich eine Klarheit und dann hat man das Thema der Sinngebung natürlich auch, also wie verorte ich mich? Und ich glaube, bei den Tieren, ich glaube, das Leben von Tieren ist ähnlich wie bei uns, sie haben nur nicht die Neigung, dann drüber nachzudenken, warum, weshalb, wieso. Ich glaube, das ist der Unterschied. Aber dass sozusagen die Limitierung unserer Existenz an sich, die macht uns ja zu schaffen. Also der Klassiker ist der Tod, aber wie gesagt, eine Liebe, die nicht klappt, eine Liebe, die auseinandergeht, all die Fragen, warum ich, warum nicht der und so weiter. Ja, ich hätte es eher noch so gesagt, uns macht am meisten zu schaffen, dass wir eigentlich die Nähe zu anderen Menschen suchen und brauchen. Und je näher, desto besser. Und immer wieder an dieser Unterschiedlichkeit der Wertvorstellungen im anderen scheitern. Das ist, so würde ich eigentlich das Grunddilemma des Menschseins beschreiben, wenn wir jetzt gleich auf den allerobersten philosophischen Höhenwegen uns bewegen wollen. Also, ich suche den anderen nicht nur meine Frau oder wen auch immer, sondern den Kontakt, ich will nicht alleine sein, ich will nicht einsam sein, aber ich stelle fest, die anderen sind anders, sie denken anders über Politik, über alles, meine tiefsten Werte, ich muss sie schützen, ich muss mich schützen vor dem Angriff dagegen der anderen, obwohl ich zu ihnen hin will. Sartre hätte es anders formuliert, ich formuliere es halt jetzt mal so. Danke. Und davon ausgehend ist mein Blick, um jetzt wieder wirklich konkret aufs Drehbuchschreiben zu kommen, sucht immer, was steckt dahinter? Wovon handelt diese Geschichte eigentlich? Welche Fragen stellt sie eigentlich wirklich dem Zuschauer oder Leser? Mir erstmal Leser, aber dann wird es ein Zuschauer sein. Und je präziser sozusagen diese Kerbe vertieft wird auf allen Ebenen und ununterbrochen, desto wirksamer wird es. Gestern war ich zum Beispiel in einem japanischen Film, der hat jetzt dieses Jahr den Cannes gewonnen. Da passiert alles Mögliche, vor allem passiert eigentlich nichts. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, ein Film wirklich für eher ein ausgesuchtes Publikum, das bereit ist, da so nachzudenken. Und trotzdem geht es jedes Bild nur um ein und dieselbe Frage. Nämlich ist eine Mutter-Kind-Beziehung, ist also eine unmittelbare familiäre Beziehung, wirklich besser und wichtiger als eine als eine Adoptivbeziehung, sagen wir mal so. Sehr egal, über den Film will ich nicht besonders reden, aber das war irgendwie so auffallend. Es gibt keine Szene in dem Film, die nicht irgendwie diese Frage anzupft. Das merkt man als Zuschauer gar nicht, das kriegst du erst am Schluss mit. Das, was auf einen sehr wichtigen anderen Aspekt meiner Arbeit hinweist, aber ich weiß nicht, ob wir dazu hinkommen, nämlich diese Perspektivwechsel, dass eine Geschichte eben in der Zeit verläuft und dass du diese Frage, die der Film stellt, ganz lange gar nicht verstehst.
sondern irgendwann mal muss, aber der, also sollte der Punkt kommen, wo man merkt, ah, jetzt ist etwas in mir passiert. Und den Punkt kann ich dir in 1000 Filmen auch ziemlich präzise nennen, wo man plötzlich merkt, ah, und dieser Moment, der kann wirklich eine Größe entwickeln, weil ich plötzlich merke, das geht jetzt mich was an. Ansonsten ist es halt Japan, I don't know, oder Science Fiction irgendwo, ich bin im Weltall, was auch immer, ist mir wurscht. Aber wann ist der Moment, wo ich merke, das hat jetzt was mit mir zu tun? Dass, wenn das eine Geschichte hinkriegt, dann ist eben dieser Human Factor irgendwie erreicht. Und das passiert natürlich auf, die Teenie-Komödie macht das anders als der philosophische oder die Biopic oder was, was dir da so einfällt. Es ist immer sehr anders. Aber das ist das, wonach ich suche. Faszinierend. Ich würde jetzt, nur damit die Leute wissen, Shoplifters, glaube ich, der Film, hast du, von dem du gesprochen hast. Ja. Nur damit Leute, die sich das vielleicht ansehen, dann, wenn sie im Kino sind, vielleicht an deine Worte denken und sagen, ah ja, jetzt habe ich auch was mitgenommen. Kommen wir zu dem nächsten Moment, weil das war jetzt schon wunderbar, glaube ich, grob abzustecken, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie so ein Denkprozess abläuft, wie komplex der auch ist und von welchen Facetten und wie du sagst, von der Teenie-Komödie bis zum Science-Fiction-Film, vom Blockbuster bis zum Arthouse-Movie, dass es da für dich bestimmte Universalien gibt, bestimmte Formen der Erfahrung, die das Publikum haben kann, die ähnlich sind und über die man dann auch bei der Entwicklung über ein Drehbuch sprechen kann. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, mal mit dem nächsten Sprung jetzt zu deinem aktuellen Buch. Nochmal, ich zeige es nochmal hier, Dimension filmischen Erzählens. Da ist jetzt eine Entwicklung, wie gesagt, wenn man so ein langes Buch, sind 300 Seiten, schön gedruckt. Wenn man die schreibt, da steckt ja ganz viel Arbeit auch drin. Da muss ja ein Entwicklungsprozess jetzt auch in den letzten 10, 20 Jahren bei dir, was ich sehr, sehr spannend finde, wo du sagst, ah, hier gibt es eine Neuentwicklung oder ich glaube, ich muss meine alten Gedanken nochmal in einen neuen Kontext setzen, damit der klarer wird oder wer weiß, vielleicht lag ich hier auch nicht ganz richtig, da war ich vielleicht ein bisschen zu sehr in die Bresche gestürzt und im Nachhinein würde ich sagen, ist gar nicht so wichtig. Ich habe das Gefühl, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass es zwei Ebenen hat. Auf der einen Seite, und da müssen wir sehen, ob wir über beide Aspekte reden, auf der einen Seite, glaube ich, ist es ein Kommentar, der, sagen wir, für viele Insider jetzt, die im Filmbereich arbeiten, ein Kommentar darüber, über welche Dramaturgien wir reden. Ich sage nur Stichwort Heldenreise, Dreiakter, all diese Sachen, das ist sicher eher vertraut für Leute, die Filme machen. Und wo du sagst, nee, da gibt es vielleicht was anderes, was Neues, wir sollten unsere Perspektive öffnen. Und dann gibt es aber den anderen Aspekt, wo du, glaube ich, deine eigene erste Intuition, den Human Factor, über den du gesprochen hast, jetzt auch nochmal weiterentwickelt hast und nochmal spezifiziert hast in Bezug auf das Denken von Geschichten in System, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das scheint mir ein neuer Aspekt zu sein, aber korrigiere mich, du bist der Autor. Inwieweit dieser Aspekt und vielleicht, dass du den auch nochmal spezifischer dann artikulieren kannst, was deine neue Intuition, deine Entdeckung ist, wo du sagst, schaut doch lieber mal so auch auf die Filme. Das fände ich ganz spannend zu erfahren. Also das, mein erstes Buch, der Publikumsvertrag, hat sich eben sehr stark am sozialen Leben orientiert und alles eigentlich im Grunde alles über das Thema Zugehörigkeit argumentiert. Eigentlich dieses, alles, was man über Zugehörigkeiten sagen kann, habe ich das Gefühl, wurde in diesem Buch rauf und runter durchdekliniert. Ein sehr wichtiger Punkt. Nur einer von 5 Punkten, ich habe es in meinem Buch, jetzt im neuen Buch, auf 5 Kapitel, also 5 Ebenen der Fragestellungen, auf die anderen kommen wir vielleicht zu sprechen. Zugehörigkeit ist einer davon. Sehr Kannst du das konkretisieren? Was meinst du mit Zugehörigkeit genau? Also, was ich vorhin schon beschrieben habe, all die Prozesse, die im Zwischenmenschlichen
passieren auf der Leinwand, im Film, wie die Menschen miteinander umgehen, schlägt sich nieder in der emotionalen Reaktion des Publikums. Und zwar sehr einfach der Gestalt, dass wir das Ganze nach Gerechtigkeits-, Ungerechtigkeitsmomenten absuchen. Wir Zuschauer, also wem geht es gut, wem geht es schlecht, wem geht es zu Recht gut, zu Recht und zu Unrecht schlecht und so weiter. Und danach richtet sich dann die Empathie der Zuschauer aus. Das sind so ganz einfache, komischerweise vor mir, glaube ich, von niemandem beschriebene, aber ganz sicher wahre Prozesse. Ja? Also die Benachteiligung von Menschen im sozialen Kontext führen dazu, dass die Zuschauer diesen Menschen jetzt ihr Herz schenken. Und demjenigen, der zu viel bekommt, den ablehnen. Das sind ganz einfache Sachen und die habe ich da beschrieben. Die sind eben, wie gesagt, wichtig, aber du fragst nach dem, was ist neu in meinem neuen Buch? Das nicht, sondern mir ist eben aufgefallen, dass sich etwas ganz Gravierendes und Grundlegendes geändert hat in unserer Welt, ungefähr seit der Jahrtausendwende, nämlich durch die Digitalisierung, hat sich das soziale Leben total verändert. Merkt man nicht unbedingt oder nur so schleichend, aber ich glaube, die Änderungen sind eigentlich dramatisch und werden vielleicht auch immer dramatischer, keine Ahnung. Nämlich dadurch, dass durch die sozialen Medien und durch dieses pausenlose Rauschen des digitalen Gedankenflusses über uns hinweg die Öffentlichkeit eine ganz andere Rolle spielt, weil sie ist immer da. Und wenn du mit deinem Handy ins Bett gehst, dann liegt sie auch mit dir im Bett. Du kannst das Handy auch ausschalten und weglegen. Aber sie ist praktisch irgendwie immer da. Also und diese Öffentlichkeit ist eine Bedrohung, aber auch eine große Chance oder ein Heilsbringer auch. Du kannst also sehr schnell berühmt werden, du kannst aber auch sehr schnell gedisst werden und geschitstormt werden und erledigt werden. Du weißt es gar nicht, kannst es gar nicht steuern. Und hinter der Öffentlichkeit ist halt sozusagen dieses so ein ganz grundsätzlich ohnmächtiges Gefühl, dass das soziale Leben sich verselbstständigt und kein Mensch kann es steuern. Kein Mensch kann die Digitalisierung irgendwo hin bewegen. Auch Tim Cook kann das nicht. Niemand kann sagen, wie es weitergeht und weitergehen sollte. Und wir haben auch gar keine Ahnung, wer, wenn es jemand steuern sollte, wüssten wir nicht mal wer, weil das Silicon Valley ist weit weg und abgeschirmt und nicht demokratisch gewählt und gar nichts. Also da sind sehr viele Dinge los, die unser Leben verändern und deswegen, glaube ich, auch unser Erzählen verändern, auch die Wahrnehmung, also die Disposition der Zuschauer verändert sich. Und das ist jetzt meine Hypothese, dass Filme gerade heute umso wirksamer und stärker werden, je mehr sie das irgendwie reflektieren. Ich habe da eben auch Filme genannt, die das meiner Meinung nach tun und die deswegen paradigmatisch sind. Übrigens, Shoplifters gehört da total dazu. Auch eine Art von Erzählen, die nichts mit dem zu tun hat, was das Drehbuchschreiben uns immer einzureden versucht. Und ja, das stimmt, mein Buch ist ein Stück weit auch ein Pamphlet gegen bestimmte herrschende Dogmen, die einfach Schmarrn sind, weil sie aus vergangenen Zeiten stammen. Das würde ich auch sagen. Und die werden aber nach wie vor überall gelehrt und macht unserem Filmschaffen in Deutschland auch zu schaffen. Wir werden falsch ausgebildet oder auf die falschen Gleise gesetzt. Ich meine, die jungen Studenten halten sich sowieso nicht dran, aber sie halten sich auch dann eben an gar nichts und das ist auch wieder nicht so toll. Deswegen dachte ich, ich schreibe mal ein Buch, wo das drinsteht, was ich für wertvoll
erachten würde. Nein, ich finde das einen ganz wichtigen Impuls, weil vielleicht sollten wir nochmal genauer darauf eingehen, damit Leute, die jetzt nicht in der Szene sind oder nicht auf der Filmhochschule waren, das ist ja dann, selbst wenn es sehr viele sind, doch immer noch eine Minderheit, über was wir hier reden. Weil ich würde da absolut, und das finde ich auch filmpolitisch unglaublich wichtig, dass du diesen Impuls gibst, dass man ganz anders über Geschichten nachdenkt. Ich bin nicht sicher, ob ich jeder Konklusion von dir folge, über die Neuartigkeit jetzt dieser Form. Aber ich denke, es als Gedankenanregung ist es essentiell. Der Ausgangspunkt, worüber wir reden, ist ja die berühmte Heldenreise, die Annahme, dass es einen Protagonisten gibt und der macht eine bestimmte Erfahrung. Häufig hat er einen Backstory-Round, also hat ein Trauma oder hat eine Backstory, also die Geschichte, und das treibt ihn an, dann Dinge zu tun oder Dinge zu wollen. Und dann lernt er aber was im Verlauf dieser Geschichte, und da gibt es verschiedene Modelle, die im Laufe der 90er Jahre meiner Ansicht nach sich eigentlich erst rauskristallisiert haben. Und die Amis haben uns hier in Deutschland das gut verkauft, als ob das eine Sache ist, die seit 30.000 Jahren schon läuft. Und beginnt, wie gesagt, mit dem legendären Herr Kempel, der in diesem Sinne ja nie eine Dramaturgie geschrieben hat. Der hat ja eigentlich nur Geschichten gesammelt. Dann gibt es den Übergang, dass die Studios in Amerika realisiert haben, George Lucas hat irgendwie Kempel gelesen, das war der nächste Schritt, und Star Wars war erfolgreich, also da kommt dieser Gear-Effekt, von dem du sprichst, da haben sie gedacht, der hat die Lösung, weil Hollywood sucht ja auch ständig die Lösung, das Patentrezept. Zum Glück haben sie es bis heute nicht gefunden, es sind immer Versuche, es sind immer offene Prozesse. Und dann gibt es Ende der 80er, Anfang der 90er, Christopher Vogler, der das in der Reise des Helden und des Drehbuchautors dann nochmal fixiert. Da ist dann der filmische Höhepunkt König der Löwen, wo das nochmal wirklich durchexerziert wurde, dieses Modell. Auch dieser Film war super erfolgreich. Und dann mit den 90ern kriegen wir die Drehbuchautoren aus Amerika rüber, die uns verklickern, so wird's gemacht. Und das ist dann meine Erfahrung jetzt Mitte der 90er, meiner Filmhochschulzeit, wo das so langsam reintröppelt. Also das war der Beginn eigentlich mit der Heldenreise, und wo dann danach gesucht wird, ja, was ist sein Need, was ist sein Want, was ist die Hauptfigur. Und das sickerte dann durch auch in die Redaktionsstuben. Und wie gesagt, man will immer etwas ja festhalten, wenn man über Drehbücher redet. Also das darf man nie vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Also eine Sprache zu finden über das, was man redet. Und dann kommt dieses häufig noch nicht fertige Buch. Also was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Und wenn man selber auch kein Autor ist oder als Dramaturg diese Erfahrung hat, schwimmt man dann häufig. Und an meiner Erfahrung greift man nach solchen Begriffen, wo man sagt, wo ist der Plotpoint, und dann alle suchen den Plotpoint, und der eine sagt, wo das Auto explodiert, und der andere sagt, nee, ganz woanders. Sie hat meine wichtigste Lektion, ich glaube, der würdest du zustimmen, ist von meinem Dramaturgielehrer, wo ich ganz viel mitgenommen habe, der gute Herr Wadetzki. Und der hat gesagt, entscheidend ist, wo ändern sich die Beziehungen der Figuren zueinander. Und das war zum Beispiel der Moment, wo ich dann den Plotpoint realisiert habe, weil ich muss ehrlich gestehen, ich saß immer bei diesen Diskussionen während der Hochschulzeit daneben und sagte, bin ich jetzt blöd? Wo ist der Plotpoint? Ich will ihn auch finden. Und ich habe es nie begriffen, aber in dem Moment, wo es plötzlich darum geht, ja, nein, das sind Figuren, und jetzt verändert sich das Verhältnis. Also eine Frau, ein Mann betrügt jemanden, und jemand findet das raus. Jetzt ist hier was passiert zwischen diesen Menschen. Und es sind nicht unbedingt, also es können externe Sachen sein. Und das ist so meine Skizzierung der Problematik. Ja, ja. Ich würde absolut, ich würde 100% recht geben. Ich würde nur sagen, da verändert sich was in mir als Zuschauer. Das ist halt einfach für mich sozusagen immer die letzte Größe. Um die geht's. Es geht nicht um die Filme und nicht um die Figuren, sondern um, was macht das mit mir? Interessiert mich überhaupt dieser Seitensprung oder nicht? Der betrügt sie, es kann schon sein, aber wenn ich schon davor, und das wäre jetzt wieder der Publikumsvertrag, wenn es davor noch gar kein Geben und Nehmen zwischen ihnen gegeben hat, wenn da gar kein Austausch ist, habe ich noch gar nicht habe ich noch keine Beziehung aufgebaut zu diesem Paar, sagen wir jetzt mal, das sich betrügt.
Also ist für mich eigentlich dieser Betrug nicht relevant. Aber das, ich schweife ab. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtig, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe an der Stelle jetzt als jemand gesprochen, ja, der sozusagen. Naja, ich würde auch sagen, wo verändern sich die Beziehungen, ja. Aber das macht nur dann einen wirklichen Unterschied, wenn uns diese Beziehungen auch was angehen. Und Beziehungen gehen uns so viel an. Und eigentlich habe ich da wie ein physikalisches Bild. Es gibt doch auch irgendwie, also ich war wahnsinnig schlecht in der Schule, aber oder in Physik. Aber irgendwie war eine Glühbirne glüht auch nur so hell, wie halt Strom durchfließt. Und der Strom, der durch eine Beziehung durchfließt, und dieser Strom wird hergestellt durch Austausch. Also er gibt ihr was, sie gibt ihm was. Er will was von ihr, er kriegt etwas von ihr oder auch nicht. Das sind die Dinge, die sozusagen Beziehungen zum Leuchten bringen, zur Wärme bringen. Und dann haben sie auch einen Wert für den Zuschauer. Und wenn sich dann was ändert, wenn ich dann sehe, er betrügt sie, aber obwohl er gerade noch so nett war zu ihr, dann macht das was. Wenn es einfach nur so, sie gehen ins Bett und so weiter und dann betrügt er sie, dann hat er Sex mit einer anderen. Das ist wurscht. Das macht keinen Unterschied. Also sind die Dinge, die ich dann eben auf meine Art diesem ganzen Denken hinzufüge. Das sind diese menschlichen Universalien. Weil da kommen wir zu dem anderen wichtigen Begriff, der für dich sehr wichtig ist, der Moment der Empathie, von der du ja recht häufig sprichst. Und also die Empathie beim Zuschauer ja zu erzeugen. Wobei in deinem Buch gibt es ja diesen Moment, vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, kurz drauf einzugehen. Du hast ja dann auch den Herr Blum gelesen mit seiner Widerrede gegen die Empathie. Du formulierst eigentlich in der Fußnote, schreibst dir, was du eigentlich erstmal meinst, weil ich ganz spannend fand, weil es wegführt von diesem klassischen Begriff von Empathie, diesem wohligen, warmen Fühl. Nichts gegen Kindergärtnerinnen, aber das ist so meine Assoziation. Alle sind du und fühlen irgendwie miteinander, sondern du beschreibst ja als das, was in der Neurologie als Theory of Mind beschrieben wird, also der Fähigkeit, dass wir als Lebewesen, dass ich jetzt dein Gesicht sehe und jetzt interpretiere, wie geht's dir gerade? Ja, willst du das Gespräch aufhören? Bist du interessiert? Bist du gelangweilt? Und das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, der vielleicht auch nochmal spannend wäre, wie du den in diesen Aspekt des Verstehens, Empathie zwischen Figuren, aber dann in Bezug auf das Publikum, ja. Ja, also ich glaube, so die landläufige Vorstellung von Empathie, ich wundere mich, dass dieser Begriff, seit ich mein Buch geschrieben habe, habe ich so das Gefühl, ist der 10-mal mehr im Umlauf als damals. Liegt sicher nicht an mir. Doch, bestimmt. Ich glaube schon. Schön wär's. Jedenfalls, es wird immer so beschrieben wie eine moralische Qualität. Also so Empathie, ein Willensakt. Oh, ich bin so empathisch, ich kümmere mich so um Menschen und so verstehe ich es aber nicht und so glaube ich ist es auch nicht, sondern die Empathie ist sozusagen eine Grundvoraussetzung wie die Gravitation. Die haben wir und wir können gar nicht ohne Empathie leben. Hätten wir sie nicht oder sind wir Psychopathen, sind wir sozial unfähig, gibt es auch, aber diese Menschen können dann nicht existieren in unserer Gesellschaft oder schwer. Wir müssen und das ist das, was uns zwingt im Filmischen anschauen. Und das ist auch eine Universalie. Wir müssen da hingucken, um uns ein Bild zu machen. Eben, ist der interessiert oder ist der bedrohlich oder ist der geil oder was auch immer. Das können wir gar nicht steuern. Das ist einfach das ist gesetzt. Die Empathie, mit der wir dem Film zuschauen, ist gesetzt. Ich will jetzt den Unterschied zur Theory of Mind gar nicht aufmachen, weil das ist jetzt wird dann wirklich sehr speziell, aber du hast schon verstanden, da gibt es zwei Aspekte oder auch noch mehrere. Aber jedenfalls, die Empathie ist immer da. Es ist nur die Frage, wie sehr wird sie vom Film bespielt oder wie sehr wird sie auch vom Film
mit Füßen getreten. Es gibt auch Filme, die wollen nichts anderes als mein Mitgefühl mit diesem, also der Horrorfilm zu weiten Teilen tut ja nichts anderes als mich quälen, weil ich wünsche diesem Menschen, der da in Gefahr ist, dass er endlich in Sicherheit kommt, und tut er halt nicht und so weiter. Also damit spielt das filmische Erzählen, aber sie ist immer, die Empathie des Zuschauers, sage ich, ist immer erstmal da. Die muss nicht erst geweckt werden, aber man kann auch nicht sagen, die eine Film ist empathisch und der andere nicht. Empathisch sind immer die Zuschauer, nicht die Filme. Die Zuschauer sind. Die Filme liefern nur der Empathie was oder auch nicht. Genau, was dann ja unter Umständen auch die verschiedenen Reaktion erklärt, weil du sagst ja zum Beispiel auch, du magst ungern von dem Publikum zu sprechen. Also ich entwickle vielleicht Empathie für bestimmte Themen oder Aspekte oder auch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass als ich in der Schule Effi Briest gelesen habe, hat mir das gar nichts gegeben, obwohl ich einen ganz tollen Lehrer hatte. Also der hat mir das schon nahegebracht, was da toll dran ist, wie das geschrieben ist. Und dann habe ich, glaube ich, Jahre später die Verfilmung von Fassbinder gesehen. Und plötzlich, weil ich mehr Lebenserfahrung auch hatte, wo ich begriffen habe, was es heißt, vielleicht wenn Dinge im Leben auch nicht klappen, oder Effi Briest wird ja auch so rumgeschoben, plötzlich war der Moment jetzt, was mich mit 16, 17, keine Ahnung, wann ich das gelesen habe, da hat es mich noch aufgeregt. Da habe ich gesagt, wie alt ist denn die? Ist die 9? Ist die 8? Also es war mir völlig unverständlich. Die war mir für mich nur eine dröde Druse. Und plötzlich war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt realisiere ich was, jetzt kann ich eine Empathie eigentlich entwickeln, aber weil ich auch eine bestimmte Erfahrung habe. Und was ja dann auch erklären würde, warum bestimmte Filme, ich glaube, warum der Grund, warum Actionfilme von Jugendlichen häufig mehr gemocht werden, ist, die sind im Saft und sagen, mir gehört die Welt und auf geht's und können damit mitgehen, oder fast noch Kinder, ja, die haben ja ein ganz anderes Aktivitätspotenzial. Ja. Und wenn man dann älter ist, dann sagt man vielleicht an irgendeinem Punkt nur noch, ich habe das Gefühl, das ist nur noch laut hier, macht mit mir nichts. Ja, ja, das ist schon richtig. Also klar, trotzdem ist The Fast and the Furious auch ganz genau so aufgebaut wie Effi Briest. Es ist eine steile These, also Effi Briest ist ja jetzt kein Filmdrehbuch genuin, lassen wir das mal weg, aber sagen wir mal Shoplifters. Also das, ja, das auch The Fast and the Furious sucht nach dem elementaren Thema oder nach der elementaren Fragestellung. Es ist manchmal ganz erstaunlich, wie interessant diese Fragestellungen sind, obwohl das Drumherum für mich, der ich eben nicht mehr Jugendlicher bin, wirklich schwer auszuhalten ist. Und das macht vielleicht auch übrigens mich jetzt ganz persönlich aus, dass ich versuche, einfach alles zu sehen und allem gerecht zu werden, allen Genres. Das hast du jetzt noch nicht erwähnt, aber für mich ist sozusagen auch das Hauptthema der Umgang mit der Qualität, mit dem Qualitätsbegriff, weil ich sozusagen diesen absoluten Qualitätsbegriff, das ist ein guter Film, kategorisch ablehne, aber sehr wohl natürlich nach Qualitäten suche, also nach den Qualitäten, die dieser Film für sein Publikum, ich würde sagen für seine Erzählabsicht braucht. Die Romantic Comedy braucht natürlich viel, viel mehr an Empathie erzeugenden Erzählen als der Horrorfilm. Oder genau. Und solche Prozesse versuche ich, aber da habe ich auch persönlich am meisten sozusagen Ärger mit den Leuten, die sagen, ja, der Zag will sich nicht festlegen, was findet er gut und was findet er nicht gut. Aber es ist irrelevant, was ich gut finde. Relevant ist nur, welche Qualitäten ich zu spüren glaube und spiegeln kann. Ob es mir gefällt, ist wurscht. Mir gefällt, ja. Ich meine, ich sage ja immer, das
Privileg eines Menschen ist, keinen Geschmack zu haben. Insofern sozusagen, da bin ich ganz bei dir. Also mein Spektrum ist jetzt da auch nicht. Das sind aber zwei ganz, ganz seltene Exemplare. Nee, weil wie gesagt, ob das jetzt Brian De Palma Scarface, der jetzt glaube ich auch nicht als erstes unter Arthouse lief, oder irgendein anderen Trash-Zeug. Ich meine, man sieht dann auch, ob was funktioniert oder nicht. Ich meine, es gibt ja dann doch Filme, die besser funktionieren und schlechter funktionieren. Und man hat bestimmte Vorlieben. Aber wie gesagt, dann gibt es die Verbindung. Meine letzte Sache, Kombi, die ich mir noch angesehen habe, war Wenders, die letzten Tage von Arun Chess, den Film, den er gemacht hat. Und daneben habe ich dann Get Out, den Horrorfilm, gesehen. Und ich meine, das ist so, viel weiter geht es dann auch nicht mehr. Nee. Von den Unterschieden, und da bin ich, ich nenne das immer Vielfresser, Allesfresser. Da ist meine Neugierde zu groß. Aber vielleicht zum Abschluss, ich meine, schon ist die Stunde fast rum, Roland, wer hätte es gedacht. Ja. Vielleicht trotzdem nochmal zwei kleine Fragen. Das erste, was sollten deine Leute, die das Buch, ich halte es hier nochmal in die Kamera, dann lesen, was sind Aspekte, wo du sagst, das wäre wichtig, oder wenn sie das mitnehmen können, vielleicht auch in der filmpolitischen Landschaft als Anregung, das wäre fantastisch. Also ich habe, glaube ich, die für mich wesentlichen Begriffe jetzt alle genannt. Mhm. Dieses Frage der Zugehörigkeit, Geben und Nehmen, das ist in meinem ersten Buch, das ist immer noch lieferbar, ausführlicher beschrieben als in dem zweiten. Aber was das zweite eben so beschreibt und das erste nicht, ist das, da kann ich nur wieder drauf zurückkommen. Die Suche nach Nähe und Zugehörigkeit und die Unmöglichkeit durch diese Filter, die uns die Wertekonflikte sozusagen zwischen uns stellen. Es gibt aber noch einen weiteren Filter, den ich auch beschrieben habe, der auch eben wichtig ist, einer von diesen fünf Aspekten, nämlich das sogenannte Regelwerk, dass unsere Welt ja immer mehr von Regeln beherrscht wird. Das hat auch mit der Digitalisierung sehr stark zu tun. Ich habe heute einen neuen Computer hier installiert. Das sind eigentlich alles nur also nur das darfst du nicht, und hier musst du das eingeben und hier musst du das eingeben, und wenn du das nicht machst und diesem Pfad nicht folgst, ist es vorbei, bist du verloren. Das ist eine unglaubliche neue Dimension, mit der wir zurechtkommen, und die ist fürs filmische Erzählen immer wichtiger. Aber das ist trotzdem ganz schwer. Und ich habe selber gerade ein Drehbuch geschrieben und was weiß ich für Qualen und für Umwege gegangen bin und wie falsch ich lag, weil ich rational gedacht habe. Und vielleicht das, was ich mitgeben möchte, jetzt wirklich jedem, werft erstmal alle Bücher weg, auch meins. Und setzt euch wirklich an den Schreibtisch. Denn schreiben kann man nur, indem man schreibt, nicht indem man denkt. Denken kann man, wenn man was geschrieben hat. Aber wenn du vorher anfängst zu denken, kommst du nirgendwo hin. Du musst schreiben und dabei machst du Entdeckungen. Und da bist du in einem intuitiven Prozess. Da ist dein Hirn ganz anders strukturiert und das musst du kennenlernen. Dann legst du es hin, dann bist du erstmal begeistert und vollkommen in einem narzisstischen Rausch. Du warst Gott und hast die Welt erschaffen. Dann kommt der große Krater. Den muss man auch kennenlernen und immer wieder durchlaufen. Nein, so gut war es nicht. Und je länger ich drüber nachdenke, das war peinliche Scheiße, die ich geschrieben habe. Leider, ich muss nochmal von vorne anfangen. Und dann kommt die Frage, wer hilft mir dabei? Der Dramaturg. Mein Drehbuch habe ich auch nur, die letzten Schritte zu der Fassung, die ich jetzt habe, habe ich auch nur mit einer Dramaturgin hingekriegt. Da war ich auch so glücklich, eigentlich zu sehen, die denkt, die versteht, was ich will, die versteht, dass ich da was will, was noch nicht dasteht, und denkt darüber nach, wie man es machen könnte, und es ist gar nicht so schwer, und dann schreibe ich es hin und dann ist es da und dann ist es fertig. Toll. Aber dazu muss ich erstmal was selber gewühlt haben in diesem Sumpf und diese Landschaft
durchlaufen und mich verlaufen haben. Und dann weiß ich, da geht es nicht weiter und da auch nicht da. Und so. Also das ist der Weg. Sich ein Buch kaufen und sagen, zu glauben, jetzt weiß ich und jetzt laufe ich hinterher, geht leider nicht. Schön wär's. Das ist doch fantastisch. Ich meine, da wünsche ich dir erstmal dafür das Buch alles Beste und bin gespannt, was man da noch alles hört und inwieweit das dann die Wirklichkeit auch auf den Leinwänden oder den TV-Monitoren dieser Republik erreicht. Drücke ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, was immer das ist. Und das finde ich, ist eigentlich ein fantastisches Schlusswort. Vielleicht kurz noch was Persönliches am Ende für dich, weil du so über Entdeckung gesprochen hast. Ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Beim Schreiben muss man selber schreiben und selber entdecken. Und das mit den Büchern, irgendwann muss man es halt fühlen. Also man muss selber was fühlen und rumprobieren und machen. Und dann gibt es diese ganzen Prozesse, von denen du gesprochen hast. Aber gibt es vielleicht eine Entdeckung, auch wenn es für dich jetzt keine Unterschiede gibt von dem, was du siehst und du sozusagen eine breite Geschmackspalette hast, gibt es vielleicht einen Film oder gerne auch ein Buch oder ein Theaterstück für die, die hier in München sind, wo du sagst, wow, das war jetzt für mich eine ganz besondere Erfahrung. Was ich schon wahnsinnig anregend fand im letzten Jahr war, da bin ich auch nicht der Einzige, es ist ja ein Bestseller, trotzdem sind die Schriften von Harari, also Yuval Noah Harari. Sagt ihr was? Absolut, ja. Der setzt das eben in diesen, also der ist sozusagen für mich oder uns Geschichtenerzähler sozusagen insofern die erste Adresse, als er sagt, die ganze Menschheitsgeschichte ist eben eine Geschichte, eine Story und die Vorstellung, es gibt sowas wie Wahrheiten, Gewissheiten und so weiter, sind alles ausschließlich Fiktionen oder man hat sich darauf geeinigt, auf irgendwas, aber das sind beliebige Prozesse des gerade mal, und so ist es auch in der Filmwelt natürlich, zu sagen, Roma ist der größte Film aller Zeiten, das ist jetzt im Augenblick gerade, aber vielleicht in 20 Jahren wird man das nicht mehr sagen, ich nichts gegen Roma, ja, aber es gab eben schon Hypes und viele Filme, das schaut man heute an und denkt sich, was war denn das damals? Und also das ganze Leben ist ein einziges Geschichten erzählen und wir sind da mittendrin und können da die interessantesten Entdeckungen eben auch machen als Theoretiker, glaube ich. Und das so zu begreifen und einfach, das ist sozusagen jetzt mein politisches Statement auch, eben niemanden zu glauben, der meint auch politisch zu sagen, das und das ist das Richtige und das ist das Falsche. Und jede Art von Fundamentalismus, jede Art von Selbstüberzeugtheit, von ja, das und nur Gott hat es gesagt und du darfst nicht und so weiter, sind alles Fiktionen und wir können sie zertrümmern und durch filmisches Erzählen, intelligentes filmisches Erzählen neu zusammensetzen, eben neue Fragestellungen. Da sind wir wieder beim Anfang, das ist sehr schön, das hast ja du reingebracht. Es geht ums Fragenstellen. Filmisches Erzählen stellt Fragen. Mehr können wir nicht tun, das reicht eigentlich auch schon. Sie verlassen nun Inkubator Nummer 7. Versuchen Sie sich nicht zu wehren. Sie können ein verbessertes und fortschrittlicheres menschliches Wesen sein. In 3 Sekunden wird die 1-7-REM-Sequenz finalisiert. Jetzt!